Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Beim letzten Mal haben wir einen quälend langen Kampf gegen Robeus hinter uns gebracht, den ich zum Anlass genommen habe, noch ein wenig zu leveln. Ich hoffe, dass zukünftige Kämpfe dadurch etwas besser ablaufen. Ihr seht, Pluto hat deutlich Level hinzugewonnen, die anderen haben auch den einen oder anderen Level. Aber man kann hier leider auch nicht so wirklich gut leveln, weil die normalen Gegner extrem schwach sind. So, wir standen kurz vor dieser Höhle und da wollen wir mal reingucken. Okay, war das vorher auch so? Das ist jedenfalls der Teleporter, der zur Arche geht. Jetzt bin ich mal gespannt. Möchtest du auf die Arche? Ja, sowas von. Okay, die Kisten sind aber immer noch leer. Was keinen Sinn macht, weil wir jetzt in der Vergangenheit sind. Aber egal. Sehen wir uns hier mal um. Oh, automatisch. Ich mach nix. Wo sind wir? Das ist der Kontrollraum der Arche. Ich wollte gerade sagen, warum weiß sie das? Aber klar, sie war ja selbst in der... Sie war ja selbst schon hier. Nur halt in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. Wie kriegen wir sie in Bewegung? Wir können diesen runden Kristall verwenden. Was ist das? Sie macht es bestimmt kaputt. Sailor Moon, du solltest sie lenken. Warum sie? Warum sie? Das kann doch nicht gut gehen. Hä? Sollte ich? Ich kann diese riesige Arche nicht steuern. Ist schon gut, berühre nur diesen Kristall. Okay. Seht ihr, ich kann das nicht. Ich kann sie nicht steuern, diese... Wow. Ich glaube, das habt ihr jetzt auf YouTube nicht so richtig gesehen, aber das Bild hat gerade furchtbar gewackelt. Ich glaube, in der Aufnahme sah das dann nicht ganz so extrem aus, aber bei mir sah es extrem aus, also ich konnte nichts mehr erkennen. Was ist das für ein Geräusch? Die Arche bewegt sich. Oh, was? Ich kann... Wow! Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Haha! Ich kann mich über eine Weltkarte bewegen? Moment. Erstmal gucken. Okay, Weltkarte, gut. Annähernd so, wie ich es erwartet hätte. Ich kann lenken. Kann ich sonst noch was tun? Ich kann auch... Oh, wow. Der Fuck. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Sailor Moon! Du kannst nicht im Silberjahrtausend... Ach so, wir sind auf dem Mond. Ah. Du kannst nicht im Silberjahrtausend als Sailor-Kriegerin rumlaufen. Du solltest den Zauberfüller benutzen. Ja, du hast recht. Geil. Benutze ihn. Mach der Mondnebel. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt passiert. Aber erstmal heißt der Spruch nicht mal im Deutschen, mach der Mondnebel. Aber egal. Mach der Mondnebel, mach mich zu einem hübschen Dienstmädchen. Ich habe echt Angst vor dem, was jetzt passiert. Okay, das geht ja noch. Das ist perfekt. Dass sie wie Princess Serenity aussieht, immer noch, fällt wohl keinem auf. Aber was wollen wir hier überhaupt? Nee, ich will eigentlich wieder auf die Arche. Ich will mich erst umgucken. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt zum Mond soll. Ich war hier, Rias, ja. Wahrscheinlich gibt es auch nicht viel mehr als die Orte, die wir eh schon angesteuert haben. Hier ist Australien, wie es aussieht, aber da ist anscheinend nichts. Nein! Jetzt habe ich wieder den Knopf gedrückt. Ah! Nein, zurück! So. So, okay, okay. Was ist das? Nordpol. Wir
können zum Nordpol? Ich lande da mal. Ich bin jetzt neugierig. Ach, hier waren wir auch schon mal, glaube ich. Als wir gegen Super Barrel kämpfen mussten, oder? Oh, Gegner. Schneetanz und Utahime. Sagen wir gerade auf die Schnelle beide nix. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Gegner stark sind oder eben nicht. Okay, viel Schaden machen sie gerade nicht. Illusion, gefällt mir schon mal gar nicht, dass er das kann. Wirkt aber bei keinem. Oh, das überleben sie. Ich glaube, ich mag das hier. Ich glaube, ich gehe demnächst zum Leveln hin. Oh, Pluto nimmt aber ordentlich Schaden davon. Hilfe! Na, Pluto ist halt immer noch deutlich hinterher, verglichen mit den anderen. Vor allem verglichen mit Venus, die rockt ja dermaßen. Vielleicht mal ein bisschen was Stärkeres. Ja, ich könnte Pluto jetzt auch wiederbeleben, aber für so einen Zufallskampf fange ich nicht an, jetzt meine Heilmittel zu verschwenden. Oh je, die Nervensäge ist verwirrt. Das tut mir aber gar nicht leid. Mann, die haben aber viel Leben. Meine Fresse. Miau macht's. Meine Fresse. Illusion ist ein Scheißzauber, habe ich das schon mal gesagt? Klappt aber nicht. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich möchte hier zum Leveln hin. Zumindest, wenn die auch entsprechend viele Punkte geben. Meine Fresse, halten die viel aus. Ich meine, die teilen nicht viel aus, aber die halten viel aus. Wenig EP. Heißt das, der kann deswegen keine Attacke mehr ausführen? Sturm! Na endlich. Okay, der kann anscheinend gar nichts mehr machen. Wenn er wirklich gar nichts mehr machen kann, dann hebe ich Pluto doch noch auf. Ah ja, ihr seht, ich habe ein paar Sachen eingekauft.
Was mir gerade einfällt, wo ich gerade gar nicht dran gedacht habe, wir sind ja jetzt immer noch in der Vergangenheit. Das heißt, ich dachte gerade, ich könnte jetzt noch zurück nach Tokio fliegen mit der Arche, aber das ist ja Quatsch, weil wir sind ja zur Zeit vom Silver Millennium. Das heißt aber, eigentlich müsste es irgendwo Elysium geben, oder? Ja, wohl wahrscheinlich nicht, wenn Ausgangslage für das Spiel die dritte Staffel war. Ah, jetzt greift er an. Mein Gott, das ist ein Zufallskampf, das ist ja der Hammer. Also hoffentlich gibt es dafür anständig Punkte. Wenn es dafür anständig Punkte gibt, gehe ich hier zwischen den Folgen gleich zum Leveln hin. Oi. Ihr wollt doch nicht sehen, wie ich hier die Ewigkeit mit einem Zufallskampf zubringe. Na endlich, so, Punkte. Level up, okay. Direkt ein Level up klingt schon mal nicht schlecht. So, wir gehen natürlich direkt wieder zurück zur Arche. Ja, ab zur Arche. Noch so ein Kampf bitte nicht. So. Wir haben leider nichts, was uns die Himmelsrichtung anzeigen würde. Also müssen wir quasi nach Gefühl fliegen. Was ist das? Medias. Was war nochmal Medias? Das war... Ich gucke einfach nach. Ich glaube aber, das war das, wo Jupiter war, ne? Ja. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir die jetzt früher oder später eh alle nochmal aufsuchen werden müssen. Es gibt ein Puzzleteil, das hier versteckt ist. Hier versteckt? Hier versteckt? Es ist hier versteckt! Okay, ich gehe wieder. Ich gehe jetzt mal kurz. Was ist das? Ach, das ist wieder der Nordpol. Okay. Dann. Ah. Rias. Okay. Irgendwie fliege ich im Kreis. Kann das sein? Medias. Ja, ich fliege volle Kanne im Kreis. Das ist der Nordpol. So, jetzt fliege ich mal hier rum. Was ist das? Okay, erzählt mir nichts. Das ist doch irgendwas. Da können wir jetzt nur noch nicht hin. Aber irgendwann wird da bestimmt was sein. Das ist wieder Rias. Ich will mal nach Japan. Ich will nur gucken, ob da irgendwas ist. Ah, das wäre halt unsere Flugrichtung auch nicht sehen können. Das nervt mich. Okay. Um nach Japan zu kommen, müssten wir dann unsere Flugrichtung so ungefähr drehen. Das ungefähr? Nee, überhaupt nicht. Oder? Oh, was ist das überhaupt? Yaga, okay. Das war in Nepal, das Ding. Achso, hier ist Japan. Okay, ist hier irgendwas? Könnt ihr mir noch nicht erzählen, dass in Japan nichts ist? Hm. Okay, ich denke, dann werden wir demnächst einiges zu erkunden haben. Da kommen wir gerade her. Suchen wir uns mal das nächstbeste und schauen uns da um. Aber wir haben ja keine konkrete Ansage, wo wir hin sollen. Dann gehen wir jetzt doch hier nach Medias. Wir gehen quasi in Medias Res. Oh Gott, war der schlecht. Hier ist ein Puzzleteil versteckt. Okay. Oh, Gegner. Ach, herrlich. Sind die auch so stark hier? Oder sind die so stark wie früher? Okay, die sind anscheinend so stark wie früher, weil Chibi Moon hat ihn gewonnen-hittet. Okay, hier gibt's anscheinend gar nichts. Ah. Hier versteckt, ja, ist recht. Nee, okay, hier ist nix. Also wahrscheinlich müssen wir zum Silver Millennium. Denke ich mal.
Aber das machen wir nicht mehr heute. Ich werde mich hier am Nordpol gleich ein bisschen amüsieren und leveln, soweit mir das Spiel das erlaubt. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Silver Millennium erkunden. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst noch alles für mich macht. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.